Und vor allen Dingen, ich habe auch Kontakte, die habe ich vor 5 Jahren mal gehabt. Nichts gekauft, nichts gemacht und regelmäßig mal immer wieder. Mensch, Herr Breckwald, Sie haben immer wieder an mich gedacht und jetzt habe ich den Job gewechselt und ich bin in einer ganz anderen Position. Jetzt können wir zusammenarbeiten. Und dann denke ich mal, hey, bloß weil ich zwischendurch mal ein paar E-Mails geschickt habe zu Weihnachten. Hammer. Genau das. Bloß bei mir war es halt E-Mails, Outlook, Serienbrieffunktion. Ja, du lachst. Ja, das ist halt so, ich bin seit 25 Jahren im Vertrieb. Ja, das ist ja genau das, was ich sage. Ich habe auch so angefangen. Also, wie gesagt, damals in meiner Maklerzeit, das waren auch wirklich noch Serienbriefe in Outlook, die man dann mit. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber ich glaube, man braucht heute auch immer noch Word, um die Serienbriefe vorzuformulieren. Kann ich dir noch bestätigen? Ja, es ist schrecklich eigentlich, ja. Aber es gibt da sehr, sehr viele und gute Möglichkeiten auch, die auch wirklich sehr simpel sind, aber man muss halt trotzdem verstehen, was man da eigentlich tut trotzdem. Genau, und das ist es halt. Es geht ja im Vertrieb um das Gefühl, die Beziehung, die ich zu Menschen aufbaue. Ja. Die Systeme, die du aufbaust, Entschuldigung, das ist für mich die Hardware. Genau. Das ist einfach, läuft automatisch und ich habe einfach einen Skalierungsapparat aufgebaut, der worüber ich Masse bringen kann und more contacts, more contracts. Aber der Impuls, dieses persönliche, muss damit rein. Und wie schaffe ich das? Also wie schaffe ich meine persönliche Note rein? Entschuldigung, wie schaffe ich das? Du belieferst ja das System. Das ist ja per Definition, machst du es ja persönlich. Okay. Ja. Es geht ja jetzt nicht darum, dass ein Roboter irgendwie was tut, sondern jeder, der ja bei dir in deinem System ist, der hat ja ein Interesse an dir als Person, an deinem Produkt, an deinem Unternehmen, sonst wäre er ja nicht da. Sonst hätte er keine Beziehung. Genau. Aus irgendwelchen Gründen das heißt, hat niemand eine Beziehung. Genau, das heißt, es gibt eine Beziehung. Und jetzt, der Grund, warum wir das Ganze machen, ist eben, dass du den Grund erfährst für den anderen Gegenüber, warum er dich gut findet, warum er dir folgt. Der eine findet es gut, dass du finanzielle Tipps gibst oder Immobilienwissen hast und freut sich, wenn er da mal hier und da, vielleicht auch nur einen Nebensatz in einem Video, mal einen Input bekommt. Dafür sind die Leute da. Und dann gibt es aber andere Leute, die stehen ganz woanders. Ja? Die wollen sich selbstständig machen, andere sind schon selbstständig, die wollen eher ein Level mehr. Und je mehr Daten du jetzt ja auch hast von denen, desto zielgerichteter kannst du A, diese ganzen Cluster an Personen einmal ansprechen und B, siehst du auch, was deine Zielgruppe auch wirklich im Großen und Ganzen verlangt. Weil wenn du siehst, okay, 90% sind Selbstständige, dann machst du einen anderen Content, obwohl du ja du bist, als wenn du jetzt sagst, 90% sind Angestellte, aber wollen dann in die Selbstständigkeit und finanziell frei werden. Das ist ja eine andere Grundlage, weil dann weißt du, okay, fange ich bei Stufe 1 an oder bei Stufe 3 zum Beispiel. Und dafür musst du deine Zielgruppe halt auch kennen und das schaffst du halt, wenn du diese Daten auch für dich sammelst und effizient nutzt. Also, dass ich wegkomme von dieser Streuung. Das ist ja so, es ist ja, wir gucken hier gerade aus dem Fenster raus und das ist Werbung, das ist ein Werbeplakat. Genau, das ist rein gestreut, das ist ja nichts. Aber es ist ja so, die Mentoring-Akademie, wir beschäftigen uns ja, oder ich beschäftige mich ja da mit dem Thema Persönlichkeitsentfaltung, denn unternehmerisches Vertriebsdenken und Aufbau von Cashflow. Weil ich der Meinung bin, alle drei Dinge sind wichtig. Weil kein Mensch wird reich, wenn er nicht eine Persönlichkeit dazu hat. Weil sonst hat er immer das Mindset, Geld kommt zu mir, es ist da und verliert das wieder. Weil er Geld nicht wertschätzend behandelt. Unternehmerisches Vertriebsdenken, man muss Unternehmer sein. Vertrieblich denken und dann kriegt man auch Bonis rein. Und Cashflow-Aufbau von Cashflows ist eine Investitionstätigkeit, damit ich freier werde im Geist, damit man es mehr hat. Und das ist mein Steckenpferd, mein Leben. Jetzt zu dir, wenn wir dieses E-Mail-System oder dein System mit aufbauen, ich habe ja drei Leute, die ich auf völlig unterschiedlichen Kanälen abholen kann, dann ist das so, derjenige, der sich für Persönlichkeitsentfaltung beschäftigt, den könnte ich gezielter ansprechen, weil wenn ich den jetzt anspreche mit Aufbau von Cashflow, interessiert ihn wahrscheinlich gar nicht, würde ihn verlieren. Genau, und genau das ist ja das, wenn du online deinen Funnel auch aufbaust. Ja. Wie gesagt, wir hatten ja diese drei Stufen in der Messe. Ja. Wenn wir nochmal schauen, okay, online sieht es jetzt so aus, in der ersten Ebene, ich werde aufmerksam auf dich. Und Ziel ist es ja jetzt erstmal, Zielgruppenbesitz einzusammeln. Das heißt, dass du ein Geschenk mir gibst. Ja, auf der Messe wären das jetzt der Kugelschreiber und die Gummibärchen. Ja. Und du weißt nicht, will der nur die Gummibärchen oder ist er an einem Unternehmen interessiert? Spielt aber keine Rolle, weil
es ist automatisiert online. Mhm. Das heißt, ich, man kennt das klassische Opt-in-Ebene, nennt man das ja, ich gebe meine E-Mail an für ein Tauschgeschäft. Ich bekomme von dir irgendein Content, ja, oder Ida hat ja eben schon gesagt, Redaktionsplan. Also, ja, also das, da gibt man seine E-Mail-Adresse an, kriegt den Redaktionsplan und hat Mehrwert bekommen im Austausch gegen Daten. Mhm. Ja. Und man muss halt natürlich immer schauen, dass das auf dem Level ist, weil man hat nur ein gewisses Vertrauen, weil die kennen dich ja noch nicht so sehr. Ja. Das heißt, maximal die E-Mail-Adresse erstmal abfragen. Ja, und das reicht. Weil jetzt baust du dir quasi eine durstige Masse an Menschen auf, die du Stück für Stück ein Glas Wasser servieren kannst. Prost. Ja. Prost. Und das ist halt das Schöne. Und jetzt ist das Wichtige, du musst die Leute natürlich auch kongruent behandeln. Das heißt, wenn sich jetzt jemand eingetragen hat für einen Redaktionsplan, dem auf einmal was von Yoga zu erzählen, ja, wäre jetzt vollkommen falsch. Das wäre daneben. Genau, das passiert aber häufig, weil viele Menschen haben halt hunderte Funnel, wissen selbst nicht, wo die Leute mehr herkommen und danach dasselbe System. Mhm. Und im Wesen ist es auch okay, wenn man diese Segmentierung. Aber da muss ich auch oben richtig reinpacken, damit hinten das unten das Richtige rauskommt. Deswegen macht es natürlich auch keinen Sinn, hunderte Funnels aufzubauen, genau. Wenn man nicht riesig ist. Ja, also das wäre so ein großer Fehler im Online-Marketing. Also mach eine Sache richtig erstmal. Und wenn die erfolgreich ist, dann 2, 3, 4. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, aber das ist überhaupt kein Problem. Aber ist ja gut, weil das machen die meisten falsch, weil die sagen, okay, das funktioniert nur so halb, dann mache ich noch was zusätzlich, statt das erstmal richtig zu machen. Und man hat jetzt diese E-Mail-Adresse und jetzt kann man diese Menschen bespielen. Ja? Mhm. Und jetzt führt man sie darüber zu deinem persönlichen Online-Vertriebsziel. Ja, das kann alles Mögliche sein. Ja? Das kann ein Beratungsgespräch sein, ein Zoom-Call, ein Termin vor Ort. Ja? Wenn du jetzt Swimmingpools baust, ja, dann musst du den Garten ausmessen bei deinem Kunden. Ja? Dann ist sowas mal ein Termin vor Ort. Ja? Spielt keine Rolle, kann alles Mögliche sein. Und dann geht es in den Verkauf. Und das ist die dritte Ebene. Also genau wie bei dem Messeprinzip eben. Und in diesen Ebenen geht es eben darum, das A kongruent zu machen und eben Mehrwert. Wie du ja selbst auch immer sagst, in jeder Stufe zu liefern, um mehr Vertrauen aufzubauen. Und das eben passend für deine Zielgruppe dann ja auch. Und Mehrwert ist so, der Mehrwert ist wirklich echt ein Mehrwert. Jetzt nehmen wir mal den Swimmingpool-Besitzer. Mhm. Weil viele ja digitale Medien und automatisierte Produkte. Wenn ich es richtig gut mache, stelle ich mir es ja so vor, ich kriege also über Facebook, Instagram ein paar Filme und sage, hey, so ein Swimmingpool, gutes Gefühl, willst du es auch haben? Dann trägt er sich über ein E-Mail rein, kriegt mehr, also kriegt er Kontakt, mehr Informationen, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt, mehr Informationen. Und dann ist die nächste Schritte, dass man wahrscheinlich sagt, Mensch, hier, so sind Anbauaufleitungen für Swimmingpools oder wie auch immer, dass er sich jetzt online informieren kann. Genau, also Swimmingpool ist jetzt ein Beispiel, wäre ich auch kein Profi für, aber nehmen wir mal das Beispiel. Das kann ich mir vorstellen. Genau, darum sind wir wie bei meinem Luftfilter-Thema von eben. Also, genau. Ich habe ja ein Interesse daran, ich will mich ja informieren. Das heißt, es geht gar nicht darum, warum ein Swimmingpool gut oder schlecht ist, sondern ich will ja einen verkaufen, also nur pro. Mhm. Sondern es geht ja darum, es gibt ja verschiedene Arten von Swimmingpools. Ja, dann wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus, aber es gibt gewisse Dinge, da interessiere ich mich dafür. Und dann suche ich danach, welcher Pool ist denn für mich der richtige? Niemand geht ja heute mehr wirklich zu seinem Poolbauer und sagt, ich habe hier 5x8 Meter im Garten, mach mir ein Loch rein, ich will da einen Pool haben und ciao. Und in 2 Wochen komme ich aus dem Urlaub wieder und der Pool steht da. Das passiert nicht, weil auch der hat ja Informationen, Beratung dahinter. Und diese Beratung, die findet halt heutzutage eher vorgelagert statt. Also gar nicht mehr im Verkaufsgespräch eigentlich, sondern vorher und das eben auch zeitlich nicht gekoppelt an dieses Gespräch. Zum Beispiel in Form von Videos, Texten etc. Mhm. Die kann ich mir morgens auf dem Weg in der U-Bahn angucken, die kann ich mir aber auch abends auf YouTube im Bett anschauen oder auf der Couch. Ja? Und da gibt es unterschiedliche Typen Menschen und ich will ja so viele wie möglich ja einfach abholen dort an dieser Stelle. Und da geht es eben darum, diesen Mehrwert zu liefern. Und wenn ich ja jetzt sage, ich will einen Pool und ich frage mich, ob A oder B der richtige Pool für mich ist und ich kriege diese Info raus und er kann mir die selbst zusammenschließen, dann sage ich, jetzt bin ich bereit, let's talk. Und das Schöne daran ist ja, du hast jetzt wirklich nur noch einen Job. Natürlich wird da die ein oder andere Frage noch kommen,
aber ich bin dein Kunde, ich bin hochqualifiziert, da wird es nicht mehr dazu kommen, dass es dann heißt, ach, eigentlich funktioniert das gar nicht mit dem Pool, das ist gar nicht das Richtige für dich, kauf dir eine Badewanne, mal blöd gesagt, ja, sondern es ist halt wirklich so, die sind hochqualifiziert und das ist ja das, was wir aus der Perspektive als Poolbauer jetzt gesehen hier haben wollen, dass wenn sich jemand meldet, dass er perfekt qualifiziert schon ist. Genau, das ist einfach so, das merke ich halt auch im Vertrieb, die Leute wissen manchmal mehr als ich. Ja, das ist auch heutzutage so. Das ist ja so, das ist so. Das ist ja bitter. Nein, das ist bitter. Ich habe da gelernt und von 10, 20 Jahren gemacht und bin Experte, Profi geworden und. Bin es ja auch gewohnt, dass die Leute mich fragen. Sagen, Mensch, was ist Ihre Meinung dazu, Herr Breckwoll? Wie können Sie machen? Nee, die wissen es schon. Ja. Und damit habe ich auf der anderen Seite natürlich eine Abkürzung, eine ganz andere Art von Beratungsgespräch, Verkaufsgespräch, weil Sie wollen ja nur noch die richtigen Antworten haben. Sie haben sich, wer fragt, der führt, haben wir die Frage schon im Kopf. Gibt er mir auch die richtige Antwort? Wenn ich mich nicht die richtige Antwort gebe, denkt er, nee, der will mich jetzt veräppeln. Und das ist das ja einfach, diese Qualifizierung und was alles vorstellt, weil die Information ist überall da. Dank Dr. Google ist immer die Information da. Und wenn ich die durch die Systeme, die du aufbaust, richtig steuerst, kriege ich auch den richtigen Lead raus. Genau. Vorteil, es geht später nicht mehr um den Preis. Das ist halt das größte Problem bei den meisten Vertrieblern, weil die sagen, ah, dann kommen die Leute, wollen Angebote vergleichen oder so. Das gibt es dann nicht mehr, weil wenn du jetzt in diesem Prozess bist, du baust ja den Pool von Anfang an bereits mit deinem Kunden ja quasi auf seiner Reise bei dir in deinem Funnel. Das heißt, der malt seine Vision oder zeichnet seine Vision und du als Vertriebler, als Firma malst sie dann aus. Genau. Ja. Und er weiß einfach, wenn er sich mit dir jetzt beschäftigt, sagt, ich möchte den Pool haben, der Pool kostet 10.000 Euro, dann hat der woanders Pools gefunden, die 5.000 Euro kosten und 15.000 Euro. Aber er nimmt ja bewusst in der Range aus, weil Haushaltsplan wie auch immer ist. Und das macht das ja dann genau anders. Und es, um auf dein Thema auch zu kommen, es wird dadurch auch direkt persönlicher, weil ich habe die Erfahrung, in genau diesen Verkaufsgesprächen kommt diese Frage, was wäre denn deine Empfehlung? Das kommt da wirklich jedes Mal. Sonst, wie gesagt, wenn man jetzt blind auf die Straße geht, will was verkaufen, da fragt keiner, würdest du mir das jetzt an deiner Stelle auch empfehlen? Weil die Menschen kennen dich ja nicht. Denen ist deine Meinung auch egal. Die wollen das Produkt. Wir wollen halt von dieser Produktebene ja weg, dass es eben das gesamte Gefühl, das gesamte Erlebnis im Vertrieb auch ist. Und dann kommen die Menschen zu dir. Und dann spielt alles andere, was sonst da ist, auf einmal keine Rolle mehr, wo jeder Vertriebler, wenn man den fragt, ich habe das Problem, die Leute, die sind danach nicht mehr erreichbar. Ja? Die melden sich von sich aus in dem Fall. Ja? Du musst da gar keine großartigen Follow-ups mehr machen, weil das sind Leute, die sagen, lass uns jetzt starten. Ja? Und das passiert nicht mehr, wenn man vorne herum die richtige Arbeit macht. Und das ist auch das Problem, was ich sehe in gerade größeren Firmen. Es ist eigentlich gar nicht der Vertriebler, der da manchmal schlecht performt. Mhm. Ja? Weil da sagt man, okay, der Vertriebler ist schlechter, der ist gerade besser. Das sind ganz falsche KPIs, die da teilweise sich angesehen werden. Weil die Frage ist, was kommt vorne rein? Das System. Und das ist halt Unternehmerentscheidung, nicht des einzelnen Vertrieblers. Und die meisten Vertriebe, ganz ehrlich, die haben kein System. Ja, und warum leben Vertriebe dann? Na gut. Du kennst das, ja, als Vertriebler ist man so ein bisschen Mädchen für alles, ja, muss alle Bälle oben halten, ja, und Vertrieb ist irgendwie nur 10% deiner Arbeit am Ende des Tages. Und wenn du jetzt so ein Überlebenskünstler für genau diese Sachen bist als Vertriebler, dann bist du ein guter Vertriebler, ja, und wenn es jetzt nicht darum geht, alle Bälle gleichzeitig, sondern du der reine Vertriebsprofi eigentlich nur bist, du willst verkaufen, mach mir den Kalender voll und alle sind happy, ja. Das ist eigentlich die Aufgabe des Unternehmers, aber das machen die wenigsten. Nein, das machen sie nicht. Also im Vertrieb bist du freischaffender Künstler. Genau, genau. Also, das ist ich. Wirklich ein Mädchen. Also, freischaffender Künstler, ja. Und mein persönliches Geheimnis ist halt, das, was ich mache, mache ich schon lange und seit Jahrzehnten und habe eine fette Basis von Leuten, die mich kennen, die mir vertrauen, dann mal kurz wieder anrufen und sagen, hey, nicht heute, dann weiter. Dann kannst du auch anrufen. Ja, hey. Wäre natürlich anders, wenn von vornherein Leads kommen, die auch wirklich qualifiziert sind, wo es denn gekoppelt mit meinen Fähigkeiten. Das macht ja, ja klar, also das ist das ja so. Also das, 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 das
ist der Hey, das ist ja wie das Geld trocken. Genau, die wenigsten sagen ja, ich will mehr verkaufen. Ja. Die meisten sagen ja, mir würden ja schon mehr Leute reichen, die sich einfach nur melden. Weil wenn wir mit denen telefonieren, wir verkaufen das schon. Ja, unser Produkt ist ja gut. Ja, das ist natürlich immer vorausgesetzt. Keine Frage. Das ist ja so. Aber sonst würden wir auch nicht zusammenarbeiten. Aber jetzt zu dem, weil ich bin derjenige, der braucht mal praktische Beispiele. Entschuldigung, dass ich einen speziellen Stimmbad ausgesucht habe. Das ist cool. Es ist schön, über etwas zu sprechen, wovon wir beide keine Ahnung haben. Genau. Jetzt von deiner Dienstleistung, wo fängt dein Unternehmen an? Wo startet man? Du hattest mal gesagt, du kommst dir vor wie so ein Taxiunternehmen. Du bringst die Leute von Unternehmen Punkt A nach B. Mhm. Was ist dein Taxiunternehmen? Was machst du? Genau, also genau gesagt hatte ich ja, wir holen dich da ab, wo du stehst. Ja, okay, entschuldige dich dahin, wo du hin willst. Ja. Man sollte, also es gibt natürlich zwei Möglichkeiten generell. Man kann von null auf natürlich alles schon mal sehr, sehr richtig aufbauen. Aber das wäre wahrscheinlich so ein bisschen Perlen vor die Säule, weil man will ja erstmal testen, gucken, ob was funktioniert. Wenn man jetzt einen gewissen Umsatz schon macht und es funktioniert, sage ich mal, das, was man macht, dann gehen wir rein und sagen, okay, euer System gerade basiert auf im Vertrieb auf noch Excel-Tabellen oder Karteikarten oder ähnliches. Genau. Jetzt schauen wir uns mal an, was sind so CRM-Systeme, die für euch interessant sein könnten. Weil es gibt eine Million, alle sind gut auf ihre Art irgendwo. Ja, die Frage ist, was ist das Richtige für die Firma selbst? Und vor allem, was kann man dann drumherum machen? Also, alles was CRM, Automatisierung, sprich E-Mail-Marketing, Sequenzierung von den Kunden angeht, diese Dinge, Funnel-Systeme bauen, von Anfang an, also der Opt-in-Ebene, ja, über die Newsletter-Ebene, die ganzen Dinge und die, vor allem die Technik dahinter, ja, die viele eben nicht richtig machen, ja, oder gar nicht, weil sie im kleinen Stil auch noch nicht so wichtig ist, das ist klar, aber wenn es dann größer wird, sobald man also anfängt, Traffic zu schalten, Werbung zu machen oder einen größeren YouTube-Kanal oder ähnliches hat, das organisch eine größere Masse auf einen aufmerksam wird, dann sollte man mit mir sprechen und dann machen wir eine Potenzialanalyse, schauen uns das Unternehmen an. Ja. Wenn wir sagen, okay, da sehen wir jetzt noch nicht den richtigen Punkt, mach erstmal noch, dann werden wir das sagen, weil wenn ich jetzt jemandem nicht helfen kann, dann habe ich nichts davon, wenn er mein Kunde wird, weil dann bastel ich dem was, der hat nichts davon und da warte ich lieber ein Jahr, mach den danach glücklich und krieg 5 weitere Kunden durch die Weiterempfehlung. Du kennst das. Ja, ist einfach so, ist halt die Ehrlichkeit. Genau. Weil ich sag mal, Menschen spüren alles und sie spüren, hey, der will mir nur was verkaufen. Genau. Gut, der andere spürt weniger. Denn er schreibt ja den Vertrag, aber den einen stellt er fest, du hast ihn nicht vorangebracht und das erzählt er. Boah, wie war das? Schlechtleistung wird 15, 20, 30 Mal erzählt. Ja, Gutleistung nur 3 oder 5 Mal. Also die Zahlen sind ein bisschen anders. Deswegen. Also und darum, ein gutes, klar begründetes Nein ist das Beste, was man machen kann. Am schnell. Es muss schnell und begründet sein. Es ist ja auch nicht böse. Ja, es ist ja, also wie gesagt, was ich dir und deiner Community natürlich gerne anbiete, ist einfach eine Potenzialanalyse, das wir uns zusammensetzen, halbe Stunde. Ich schaue mir vorher mal Website und Co. an, klicke mich mal ein bisschen durch, lerne das Unternehmen kennen. Wir telefonieren eine halbe Stunde, gucken, passt das? Ja? Wie gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man eine halbe Stunde seiner Zeit geopfert hat, was dazugelernt hat, was die nächsten Schritte sind, aber man nicht zusammenarbeitet. Und ich meine, nettes Nein. Also es gibt ja Menschen, die können einem ja da helfen, wo man ist. Die kenne ich ja auch. Dann kann man das weiterempfehlen, sagen, hey, melde dich bei dem. Und wenn du da und da bist, lass uns nochmal sprechen. Und das ist überhaupt kein Problem. Und das sind Mehrwerte. Also genau. Also ist ja gut, meine Lebensphilosophie ist, wenn ich ein Gespräch mit Menschen habe, wenn ich ein Gespräch mit euch habe, nach dem Gespräch gehen die Leute raus und sagen, boah, das Gespräch mit Carsten war gut. Es hat mir einen Mehrwert gebracht. Auch wenn wir nicht zusammengekommen sind, das ist völlig egal. Weil ich immer weiß, ich muss andere Menschen voranbringen, andere Menschen erfolgreich werden und dann kommt der Erfolg von alleine. Darum, Geld folgt dem Erfolg, muss ich ja mal sagen, der Pause, Geld folgt dem Erfolg. Das ist halt was, das ich kennengelernt habe. Ja, cool. Und ich weiß einfach, weil wir, und das ist Netzwerk, wir haben uns kennengelernt über Ida. Und Ida vertraue ich. Ich habe mit Ida zusammengearbeitet, das andere Video. Klingeling, mit dem Warnpunkt für die anderen. Und deshalb alleine war es für mich
out of my brain drüber nachzudenken, wer bist du, was kannst du, wenn jeder hat gesagt, Carsten, das ist derjenige, der analytisch denkt, der dich analytisch zusammenbringt, der es positiv, deine Zahlen durcheinander bringt und auch weiter, den musst du kennenlernen. Und das war für mich No-Brainer, dass wir hier zusammensitzen. Es war für mich auch No-Brainer, dass wir zusammen ein Video aufnehmen. Weil diese Vertrauensebene, die ich vorher schon woanders hatte, setzt sich fort. Und genau das ist das, was es genau ausmacht. Das ist das eigentlich, was ich ja auch sage. Ja, und das ist einfach ein großes Ziel dann noch. Das macht dann richtig Spaß. Ja. Und jetzt natürlich meine Abschlussfrage. Helmut, welche Frage habe ich nicht gestellt, wo du gesagt hast, boah, als du jetzt nach Hamburg gekommen bist, die hätte ich gerne mal beantwortet. Oder andersrum, welchen Tipp gibst du den Zuhörern mit, dass sie das brauchen? Mach bitte nicht diesen Fehler oder mach wenigstens diesen Mehrwert. Also, ja. Ja. Also ich denke, der größte Fehler, den die meisten machen, gerade wenn wir darüber reden, was ist digital, online, da reden wir ja schon von einer Welt, wo wir auch vielleicht ein gewisses Bild von Menschen im Auge haben. Die sind alle jung, die sich damit auskennen. Ja. Und ich glaube, der größte Fehler, den man wirklich machen kann, ist, Sohnemann, Azubi, Praktikant, kümmert sich um mein Online-Marketing, meine Webseiten, meinen Auftritt. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, weil das mag sein, dass sie in einer Disziplin ganz gut ist, aber diese ganze Online-Welt, Vertrieb, Online-Marketing, wie man es nennen möchte, das ist halt ein Zehnkampf und du wirst nicht erfolgreich, wenn du immer einen Speer weit werfen kannst, weil du musst auch noch ein paar andere Sachen ganz gut machen. Und das ist eigentlich so der größte Fehler, von dem ich die meisten bewahren möchte, weil du suchst dir ja Profis aus, mit denen du da zusammenarbeitest. Und wenn du überlegst, was da für ein Hebel dahinter steckt, Ja, das ist die Abkürzung zum Erfolg. Viele Menschen suchen da die Abkürzung zum Erfolg. Ich habe es auch anders probiert. Und heute sitze ich hier und mache ein Interview, wo ich sage, echt, es lohnt sich, mit Profis zusammenzuarbeiten. Ja, es kostet Geld. Bringt euer Mindset nach vorne, weil das bedeutet Abkürzung und das bringt euch voran. Habe ich auch dazu gelernt. Also ich war derjenige, der den Speer geworfen hat, weil jemand gefragt hat, aber der Speer toppte nur bis dahin, ich werde bis dahin. Und das ist, ja, Wachstum muss man einfach in sich selbst investieren. Helmut, recht herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Danke, dass du es geteilt hast und deine Kontaktdaten sind auch unter dem Video in der Anzeige mit drin und ich kann es wirklich sagen, nimm den direkten Kontakt auf zu Helmut. Sprecht mit ihm und wenn ihr Erfahrung haben wollt, gut, ich baue mit dir die Erfahrung, die nächsten auch mit auf, weil wir die Schritte gehen und ich das Universum liefert, liebe Zuhörer. Und natürlich abonnieren nicht vergessen. Und in? Abonnieren nicht. Ach so, abonnieren, ja, stimmt. Ja, das vergesse ich ja immer. Das habe ich ja beim Skript ja auch gesagt, aber es war einfach nur so. Genau, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, damit ihr kein YouTube-Video mehr verpasst. Danke, Helmut. Ja, du bist Profi. Danke. Moin, moin aus Hamburg. Und